ich erzähle eigentlich etwas über Saxophon. Und zwar ist ein Saxophon, obwohl es aus Metall ist, ein Holzblasinstrument. Und das deshalb, weil wir ein Mundstückel haben und da ein Bambusblatt haben. Und wenn ich das mit dem S-Bogen verbinde, dann kann ich schon einen ersten Ton machen. Das klingt ungefähr so. Und wenn ich das noch zusammenstelle, zusammenbaue, dann klingt es ein bisschen tiefer und ein bisschen anders. Und Saxophon, das ist ein relativ junges Instrument und kommt ganz viel vor im Jazz-, Rock- und Pop-Bereich, aber ganz viel auch in die Blaskapellen. Und es ist ein Instrument, wo man recht viele Sachen machen kann. Und das Saxophon, das ist ein Altsaxophon, das gibt es in mehreren Größen. Das ist ein bisschen schwer, also vom Gewicht, das sind ca. 3 Kilo. Und deswegen Mindestalter 8, 9 Jahre, dann kann man eigentlich gut, um das Instrument anzufangen. Ich stelle die Klarinette vor. Auch die Klarinette gehört zu den Holzblasinstrumenten. Man sieht ja, sie ist aus Holz, aber sie gehört nicht rein deswegen zu den Holzblasinstrumenten, sondern weil wir mit einem Blatt spielen. Normalerweise ist da ein Rohrblatt aus Holz drauf. Der Ton wird einfach erzeugt, indem man das Blatt zum Schwingen bringt. Man nimmt es im Mund, bloß rein, das Blatt kommt zum Schwingen und der Ton entsteht. Und über das Klappensystem können wir die Töne verändern. Je länger wir das Rohr machen, umso tiefer klingt der Ton. Die Klarinette kann man so gut wie überall spielen. Klassisch, in der Musik aber auch, im Volksmusikbereich, im Jazz vielleicht auch. Aber hauptsächlich schon in der Klassik und in der Volksmusik. Ich darf mich freuen, wenn ihr es in Kaum meldet. Wir freuen uns auf Enk, kommt zu uns und wir sehen uns das nächste Jahr. Weiter geht's mit der Blockflöte. Die stelle ich euch heute vor. Die Sopranblockflöte kennt wahrscheinlich jeder. Das ist das Einstiegsinstrument und man kann eigentlich schon im Alter von 5 Jahren mit der Blockflöte beginnen. Wenn man dann 2-3 Jahre gespielt hat, kommt die Altblockflöte dazu. Die ist größer, man braucht ein bisschen größere Finger und sie klingt auch tiefer. Und diese beiden werden dann eigentlich die Hauptinstrumente der Blockflöte. Wer dann aber noch ein bisschen länger spielt, kann, wenn er die Altblockflöte kann, ziemlich schnell auch die Sopranino, weil die Les- und Griffart die gleiche ist. Diese gefällt den Kindern besonders gut, weil sie so süß ist. Und wenn man noch ein paar Jahre weitergeht, dann kommt als nächstgrößere die Tenorblockflöte. Da braucht man schon etwas größere Finger. Und nach der Tenorblockflöte gibt es sogar auch noch die Bassblockflöte und Großbass, die ich jetzt nicht heute mit dabei habe, aber die es noch gibt. Und diese ganzen großen Flöten sind besonders geeignet, um dann im Blockflötenensemble zu spielen. Die kleineren Blockflöten eher solistisch. Die Musik, die man spielen kann, ist Kammermusik, Barockmusik, moderne Musik und das sind die wichtigsten Sparten eigentlich. Die Querflöte, die Sell ist ein Holzblasinstrument, möchte man nicht meinen. Sie ist ja aus Metall. Heint ist ja aus Metall, früher war es ja
aus Holz. Und deswegen gehört sie auch zu den Holzblasinstrumenten. Bei der Querflöte ist vielleicht das Spannendste die Tonerzeugung. Und jede, die was gern Querflöte lernen möchte, die kann das daheim einfach einmal bei einer Flasche probieren, sich in den Rand zum Mund zu heben und schauen, ob sie einen Ton rausbringt. Das kann man übrigens auch bei der Querflöte so ähnlich machen. So ähnlich klingt es noch auf der Flasche. Ja, Querflöte kann man eigentlich recht vielseitig einsetzen. In der Blaskapelle sieht man sie ja häufig, im Orchester kann man spielen, aber man kann damit auch moderne Musik spielen. Und dann wird sie auch im Jazzbereich eingesetzt, aber auch im Popbereich sieht man sie hier und da, mal nicht ganz oft, aber allem wieder einmal auch. Und dann sorgt sie noch für so einen leichten, duftigen Klang und eine Farbe dazu, der was dazu kommt. Aber man kann mit der Querflöte, nachdem sie so einen offenen Ansatz hat, auch ganz viele schustige Klänge noch erzeugen. Man kann sogar drauf fast Schlagzeug spielen. So klingt es nachher. Hört man nicht besonders oft, aber man hat viele Möglichkeiten eben mit dem Instrument. Mindestalter? Ja, so 7 Jahre. Ab dem kann man gut anfangen, Querflöte zu spielen. Dem nimmt man nicht die große Querflöte. Man hat dem entweder eine Querflöte, wo das Fußstickel fehlt, noch ist sie kürzer und leichter. Oder es gibt eben auch Querflöten, wo dann ein gebogenes Kopfstickel draufkommt und noch ist sie auch wieder kürzer und somit für kleinere Kinder auch ganz, ganz gut spielbar. Und ich freue mich, wenn sich ganz, ganz viele bei mir einschreiben und ich noch mit Ihnen nächstes Jahr im kommenden Schuljahr arbeiten kann.